Was geht ab, meine Freunde? Ich bin's wieder, euer Xerox, und wir sind zurück im Star-Clicker. Oder Star-Clickers? Star-Clickers. Genau, und dieses Spiel wurde erstellt von Ultimate Star Studios. Und wir waren hier schon einmal drin, es gab aber halt ein kleines Update. Wir hatten ja das Problem, dass wir hier beispielsweise hinten, glaube ich, upgraden konnten wir, aber wir konnten keine Eggs öffnen. Und das gucken wir uns natürlich jetzt an, was hier gemacht wurde. Und was mir auch schon mal gefällt, dass hier auf der linken Seite die Icons geändert wurden. Da waren überall so Sterne und ja, ich fand das halt nicht so schön. Aber es wurde überarbeitet und das finde ich sehr, sehr gut. Und eine Sache noch, die ich jetzt noch sagen muss. Was steht über meinem Kopf? Ich kann es leider nicht so ganz lesen. Hatcher? Hacker? Ich weiß es nicht. Nee, Hatcher nicht. Nee, aber Hacker könnte da stehen. Ich kann es leider nicht erkennen. Bei mir sieht das aus wie so ein... Ja, ein schwarzer Balken teilweise. Ich weiß nicht, wieso das so aussieht. Naja. Und wir gucken natürlich nach, ob wir unsere Pets haben. Die haben wir aber. Aber irgendwie... Wo sind denn unsere Pets? So, eins ist hier. Warte mal, die unequippen wir mal. Ich kann die nicht unequippen. Nice, okay. Unequip all. Ah, so, so. Und so. Ah, wir mussten die erstmal alle unequippen, aber es geht jetzt wahrscheinlich. 10.000 Klicks holen wir mal eben. So, und dann gucken wir mal nach, ob wir die auch öffnen können. Können wir. Sehr schön, jetzt funktioniert es auch. Ich wollte gerade sagen, haben die kein Gesicht. Und, ja, funktioniert. Sehr schön. Ja, Gems haben wir jetzt leider gerade nicht so viele. Genau, das konnten wir, glaube ich, auch nicht machen. Wir konnten nichts investieren. Ja. Wir müssen mal eben ganz kurz gucken, wie viel Platz haben wir denn. Ja, hier oben ist das irgendwie bei mir ein bisschen verscaled. So, ich weiß nicht. Es passt irgendwie nicht da oben rein. Also ich habe 7 von 50 Pets in der Kapazität drin. Okay, gut. Wir können 3 Pets equippen, oder? Aber hier oben steht 0 von 3. Können wir nicht Best Equipped machen? Geht das nicht? Ich glaube nicht. Nee, die können wir nicht anlegen. Okay. Gut, da können wir nur die 3 anlegen. Sah der immer so aus? Ich glaube ja. Ich habe mir den, glaube ich, nie richtig angeguckt. Welt 2. Hier haben wir noch eine Halloween Area. Hatten wir die beim letzten Mal auch schon? Ich weiß es halt nicht mehr. Ist schon zu lange her. Was können wir denn hier machen? E drücken. Nee, brauchen wir gerade nicht. Noch nicht. Ach, hier können wir so Candies einsammeln. Aber jetzt ist natürlich hier... Ah, da oben können wir Candies... Okay. Ich verstehe. Oben konnten wir gerade auf Candies wechseln. Na, wir probieren es mal mit dem Evil Egg. Kriegen wir das auch? Hallo? Also, es scheint hier wieder ein Fehler drin zu sein. Ich habe ja eigentlich gerade ein Egg gekauft, aber irgendwie funktioniert es nicht. Es scheint ein Fehler zu sein. Okay. Was können wir denn hier machen? Exclusive Shop? Aha. Okay, das finde ich eigentlich ziemlich nice, dass man hier sogar ja, Halloween-Event-Upgrades machen kann. Das heißt, wenn wir uns das jetzt kaufen, müsste eigentlich ein Ei schneller zu hatchen sein. Ich will hoffen, dass es dann für alle Eggs gilt und nicht nur für hier in der Halloween-Area. So, ich habe mir das mal gekauft hier. Für die Golden Candies. Oder geht das nur auf privaten Servern? Das ist natürlich auch nicht so toll. Und irgendwie spawnen die Candies jetzt gerade nicht mehr nach. Ich weiß nicht, was da los ist. Ah, hier spawnen die noch. Vorne auch wieder, aber also relativ wenig. Naja. Also das mit den Goldenen hat wahrscheinlich gerade auch nicht funktioniert. Mal wieder zu viele Robux in den Wind geschossen. Vielleicht funktioniert es doch nur auf dem privaten Server. Weil da stand was vom Private Server. Aber naja, ist jetzt nicht so schlimm. Ich gebe ja immer gerne Spende ab. Ne? Das ist ja bei mir schon fast Normalität. Also ich würde schon gerne wissen, was da hinten halt für ein Pet rauskommt. Also was schon mal sehr gut hier ist, ist das mal 50 World Event. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Weil so brauche ich einmal klicken und wir kriegen direkt 6
Millionen dazu, also fast 7 Millionen sogar. Was sehr, sehr gut ist. Ich sammle mal ein paar Candies und dann hören wir uns gleich, wenn wir die 1000 voll haben. Und dann gehen wir mal vorne so ein Eck öffnen und wollen hoffen, dass wir natürlich was Gutes dann rausbekommen, ne? Und da haben wir schon die 1000 zusammengesammelt. Und dann gehen wir mal gucken, was wir da rausbekommen. Ich will hoffen, das funktioniert auch. Also nicht, dass wir jetzt da dran gehen und wir kriegen nichts da raus, ne? Das wäre natürlich nicht so toll. So, 1K Sweeties. Und wir drücken E und wir kriegen sogar was raus. Nice, es öffnet. Und ja, wir haben nur eine Common Zombie Cat rausbekommen. Okay. Wie gut ist die? Was? Okay. Gut. Dann equippen wir die natürlich, ne? Wir klicken einmal. 175 Millionen. Alles klärchen. So, dann würde ich sagen, machen wir mal 50er Rebirth. Wir klicken noch einmal. Nochmal. Nochmal. Und das können wir jetzt die ganze Zeit machen. Ui. Genau, das war ja, glaube ich, beim letzten Mal das Problem, dass wir eigentlich Rebirths upgraden wollten, aber haben, glaube ich, keine Rebirths dazu bekommen. Also keine weitere Option, oder? Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Achso, das kostet 10.000 Gems. Okay. Gut, dann gehen wir nochmal ganz kurz in die Halloween Area. Weil da kriegen wir die meisten Klicks bis dato. Und dann würde ich sagen, investieren wir doch mal die 10.000 Gems in einen weiteren Rebirth-Button. Zack. Und jetzt, gut. Ging nicht. Also das scheint irgendwie immer noch fehlerhaft zu sein. Das hatte ich ja schon einmal getestet gehabt und irgendwie hat das da auch schon nicht funktioniert. Und jetzt funktioniert es auch wieder nicht. Was brauchen wir denn hier? Ah ja. Wir probieren mal eben ganz was anderes. So, da sind wir auch schon wieder drin, weil ich habe jetzt gerade mal neu gestartet. Und wir gucken uns jetzt genau nochmal an. Ja, okay, man muss irgendwie einmal das Spiel neu starten, was natürlich jetzt nicht so praktisch ist, muss ich sagen, um einen weiteren Button hinzuzubekommen. Ich hätte jetzt auch mal versuchen können, einen Charakter zurückzusetzen. Hätte aber wahrscheinlich auch nicht viel gebracht. So, dann gucken wir mal eben. Wir drücken einmal und können direkt den 500er Rebirth machen. Das schmeckt. Das schmeckt sehr, sehr gut. Problem ist halt, ich will nicht die ganze Zeit immer hier irgendwo stehen, um dann die Rebirths durchzuziehen. Zumal, wenn ich jetzt neue Rebirth-Buttons kaufe, will ich ja auch nicht jedes Mal das Spiel verlassen, um halt den weiteren Button zu sehen, ne? 100 Millionen Klicks, komm, kaufen wir 100 B-Klicks. Ach nö. Unlock all worlds to get this special pet. Aha. Rejoin after you unlock all worlds. Meine Güte, ey. Englisch ist am Start. Wir brauchen aber extrem viel Geld. Warte mal, dann machen wir das anders. Dann gehen wir noch mal ganz kurz in diese... Nee, nicht in Forest. Der Forest bringt uns nicht viel. Wir gehen noch mal in die... können wir den Beach kaufen? Den hatten wir doch gekauft, oder nicht? Ja, komm. Weil dann können wir ja hier einfach mal ganz kurz Auto klicken. Weil die brauchen wir sowieso, um die ganzen Areas freizuschalten. Warum machen wir dann hier nicht erstmal ein paar Klicks und gehen dann gleich in die Area? Das wäre, glaube ich, nicht so verkehrt. Ich denke mal, 5T reichen erstmal aus. Wohl, Ja, hier haben wir die Ice World. Dann haben wir hier... Hallo? Da wollte ich ja gar nicht rein. So, Atlantis. Und dann haben wir hier die Desert World. Für 1T. Sehr schön. Ja, dann haben wir jetzt eigentlich alle soweit gekauft. Das Pet ist noch nicht da. Es stand ja da. Wir müssen einmal rejoin. Das werden wir auch mal eben ganz kurz machen. So, dann wählen wir uns natürlich mal wieder unseren PC-Device aus. Wir haben auch noch einen Secret Room. Pets Crafting. Müssen wir gucken, wo das mal ist. Zwei neue Eggs. New Hacker Island. Ich glaube, das ist aber hier in der World 2 drin alles. Ja, wir gucken mal eben nach. Haben wir das Pet jetzt da? Das haben wir sogar. Oh, es gibt uns 50k.
Sehr schön, da können wir das schon mal anequippen und das equippen wir. Sehr schön. Aber ich bin eher der Fan davon, wenn man die Pets selber macht, ne? Also wollte ich nur mal eben ganz kurz erwähnen. Weil das kennt man auch schon. Das gibt es so in diesem Free Pet Pack oder wie ich das da nennt. Warte mal, hier kriegen wir aber auch was. Warte mal. Wollen wir noch mal ganz kurz gucken. Was brauchen wir denn dafür? Ah, natürlich. Natürlich. Obwohl, eine günstige war doch dabei, oder? Warte mal, gucken wir noch mal. Ja, die hier, die können wir so kaufen, komm. Equip. Ah, da haben wir jetzt die Aura an. Die sieht man so schlecht. Sieht man das? Ja, jetzt sieht man es. Was war das hier nochmal? Ach ja, 50 B-Gems. Konnten wir hier die Gems upgraden, dass wir mehr Gems rausbekommen? Gems Multiplier, hier haben wir es doch. Sehr schön. So, dann gehen wir nochmal auf Rebirths. Und dann nutzen wir uns mal eben ganz kurz. Ja, hier bringt das, glaube ich, ja doch, doch, doch. Können wir hier auch noch machen. Ja, doch, ein paar mehr Gems bekommen wir, glaube ich. Obwohl. Nee, wir kriegen 5000. Ich glaube, so wirklich funktioniert das System da noch nicht. Also ich müsste jetzt wieder rejoinen, damit es überhaupt akzeptiert wird. Was, denke ich mal, auch nicht so der Sinn der Sache dahinter ist. Nee. Zweimal mehr Gems mit 50 Millionen Klicks. Das klingt doch gut, oder? So, dann drücken wir mal ein bisschen. Man sieht da unten links gerade in der Ecke, dass wir da unten dieses Icon haben. Das heißt, wir kriegen jetzt mehr Gems eigentlich dazu bei einem Rebirth. Eigentlich müssen wir jetzt 10.000 bekommen. Ja, funktioniert. Sehr schön. Das funktioniert also schon mal prima. Wir müssen aber mal gucken, ob wir hier irgendwo dieses Secret finden. So, ich muss mal eben ganz kurz das Fenster schließen. Draußen sind natürlich mal wieder die Leute mit dem Laubgebläse unterwegs. Und die sind schon ein bisschen nervig, muss ich sagen. Jeden Tag. Wirklich, wenn ich von jeden Tag rede, meine ich wirklich auch jeden Tag. So, wo haben wir denn hier jetzt das Secret? Was ist das da unten? Aha. Also ich denke mal, das hier hinten ist ja die Welt 2. Da sind die anderen Welten. Hier vorne ist die Halloween Area. Was ist das denn? Ist das so ein Pet Race? Oder allgemein so ein Race-Game? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie muss das irgendwie sowas sein. Also Problem bei der ganzen Sache. Das will ich nun schon mal ganz kurz erwähnen. Es scheint ja zu funktionieren. Es läuft definitiv besser als beim ersten Mal, als ich getestet habe. Das Problem ist aber im Allgemeinen, dass ich halt das Spiel verlassen muss, um irgendwie die Boosts hier aktiv zu machen. Dann gab es natürlich noch die Sache mit dem Halloween, also in der Halloween Area, dass erstens das Teil hier nicht funktioniert hat, selbst mit E, ich kann auch E klicken gerade, es funktioniert nicht, ich muss halt draufklicken und da kann ich mir das hier kaufen. Recommend for private servers, also ich denke mal, es ist nur für private Server, war natürlich mein Fehler, dass ich es eben gekauft habe, aber ist okay. Eine kleine Spende habe ich ja da gelassen. Dann wollte ich das hier kaufen und es hat auch nicht funktioniert, ich weiß nicht wieso. Es funktioniert einfach nicht. Ja, fand ich halt auch ein bisschen schade. Aber ich sag mal so, wenn ihr so lieb wärt, ihr könnt mir das ja gerne in mein Inventar packen. Falls ihr so eine Data Storage habt, womit ihr Leuten auch Sachen geben könnt, wäre das nicht verkehrt. Sowas hier finde ich nice, dass sowas drin ist. Ich denke mal, es wird auch nach dem Update halt weiterhin drin bleiben. Ich wollte es gerade nicht ausprobieren. Ich wollte hier nichts kaufen wieder, wenn ich es wieder nicht bekomme. Weil es wäre halt blöd, wenn ich mir zweimal Multiplayer Suites kaufen würde und es funktioniert dann wieder nicht oder sonstiges. Deswegen habe ich es erstmal sein gelassen. Das hier finde ich nice. Wirklich nice. Dass sowas drin ist, so ein Exclusive Shop für Suites, also wo du halt diese Candies brauchst und du kriegst dadurch dann halt irgendwie Multiplier oder sowas oder kriegst mehr Inventory Space. Das können wir mal eben testen, ob das hier direkt funktioniert. Ich laufe mal eben ganz kurz hier über die Candies drüber. So, und da haben wir schon die 100 erreicht. Wir haben im Inventar haben wir 50 Kapazität an Pets, die wir tragen können. Und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal vorne ganz kurz zum Laden hin und gucken nach, ob wir das dann kaufen können, ob wir dann 55 haben. So, ich habe es gekauft und wir gucken nach. 55. Sehr schön, es hat direkt funktioniert. Es hat drauf gezählt. Also, finde ich sehr, sehr nice, dass das mit drin ist. Solche Sachen müssen drin bleiben. Und bitte, eine Sache.
nicht rausmachen nach dem Update oder sowas, lass es drin. Ganz, ganz wichtig. Sowas immer drin lassen. Es gibt Spiele, die haben sowas auch drin, aber das ist dann nur für eine gewisse Eventzeit. Das heißt zum Beispiel, wenn Halloween vorbei ist, sind die ganzen Sachen auch rausgelöscht. Finde ich halt dann nicht so toll. Deswegen drin lassen. Im Groben und Ganzen ist es ein gutes Spiel. Es hat halt seine Fehler, die kann man aber, denke ich mal, noch beheben. Und ich habe jetzt zum Beispiel zwei Fehler aufgelistet oder drei besser gesagt. Das ist einmal, dass hier vorne das nicht funktionierte. Das hier würde ich jetzt, glaube ich, eher nicht als Fehler ansehen, weil, wie schon gesagt, es funktioniert auf privaten Servern und nicht auf öffentlichen Servern. Und dann halt das mit den Upgrades. Sobald man mit Gems upgradet, muss man halt das Spiel verlassen, um es dann wirken zu lassen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir in das nächste Game rein. Und da sind wir auch schon im nächsten Spiel drin, und zwar in City Fever. Und dieses wurde erstellt von Hardy Simo. Und das gucken wir uns natürlich auch genau an, was man hier machen kann. Ich glaube, es soll ein RP-Game sein. Ich weiß aber nicht zu 100%. Das weiß ich nicht. Wenn wir uns dann hier hinsetzen, wir können uns hier sogar hinsetzen. Sehr nice. Jetzt muss ich ganz kurz schauen, wo wir hier überhaupt irgendwas machen können. Vielleicht hier auf dem I. Ja. Wir können Jobs annehmen. Wir verlieren Essen und Trinken. Okay. Und wir kriegen Häuser for free. Okay. Soll das sowas wie Brookhaven sein? Ich weiß es halt nicht so hundertprozentig. Wir gucken einfach mal rein, was man jetzt hier machen kann, genau. Also hier haben wir ein Krankenhaus, da können wir wahrscheinlich reingehen und ein bisschen RP spielen. Oh nein, mir geht es so schlecht. Hallo, ich brauche Hilfe. Ich habe irgendwas aufgehoben, ich weiß nicht ganz genau, was es war. Ja, dann sitzen wir mal hier und warten, ne? Wir warten jetzt auf einen Arzt. Quatsch, das brauchen wir natürlich nicht. Was ist denn das da hinten, ein Pfeil? Müssen wir da hin? Oder haben wir jetzt den Job eines hier, wie nennt man das, Arztes angenommen? Hallo? Hier ist doch niemand. Ah. Okay, das ist nice. Ah, wir haben 30 Dollar bekommen. Aber man macht den Job nur ein einziges Mal und dann nicht mehr. Also er hat schon geschrieben, es ist noch nicht fertig. Finde ich vollkommen in Ordnung. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz. Hallo? So, nochmal. Ich nehme einfach nochmal so einen Auftrag an. Hallo? Nein, der Verletzte ist irgendwo da ganz hinten. Können wir uns ein Auto leisten? Nein, es gibt auch keins for free. Schade. So, dann müssen wir mal eben hier rüber, ne? Mensch, der Verletzte ist aber weit weg. Aha. Und wir sind da und wir kriegen wieder 3 Dollar, ne? Nee, wir haben jetzt 500 bekommen. Wow. Ist for sale. Jetzt ist es mein Haus. Haha. Dann haben wir hier oben... Ach, wir könnten jetzt eigentlich, glaube ich, klingeln. Problem ist, ich habe den Sound ausgemacht, weil da wieder Musik läuft, die mir ein bisschen sus ist. So, da haben wir oben Hausmenü. Unlock Doors. Ah. Und dann können wir die wieder locken. Sehr schön. Aber es ist blöd, wenn man hier drin ganz kurz in ein Haus rein will. Oder eine Tür. Kommen wir hier nicht rein? Hallo? Ach so, wir müssen draufklicken. Ach Gott. Ah, sehr schön. Ich will da nicht essen. So, dann haben wir hier noch ein tolles Bettchen, wo wir uns reinlegen können. Und hier natürlich noch den Computer zum Arbeiten. Drücken wir mal auf den grünen Knopf. Und wir haben ein bisschen, ja, Licht hier in der Bude drin. Und wir können natürlich ein bisschen Fernsehen gucken. Können wir die auch hier ausmachen? Achso, das ist ein Gameboy. Huch. Wir können aber, damit die Nachbarn nicht stören, hier noch das Rollo runter machen. Die kleinen Spanner gucken immer da unten durch die kleine Ritze hier durch. Mhm. Die kennt man. So, wir machen den Fernseher wieder aus. Können wir hier Licht anmachen? Oh, den Kamin können wir hier anmachen. Ist ja nice. Okay, das sind die kleinen Gadgets, die mir richtig gut gefallen. Na komm, mach die Tür zu. Na. War schon ein bisschen komplex, hier die Tür zuzumachen. Aber es geht. So, wir machen Locked Doors, damit hier auch keiner reinkommt. Aber wer soll hier reinkommen, ne? Das fragen wir uns alle. Dann müssen wir mal gucken, wo wir hier den nächsten Job annehmen können. Hier haben wir eine Farm oder so ein Farming-Haus, ne? Warte mal, wir machen mal eben ein Claim-Haus, yes. Und dann holen wir uns mal eben ganz kurz das Haus hier.
Und gucken wir uns das Haus auch nochmal an. Unlock Doors. Okay, das ist wirklich ein ziemlich kleines Haus. Ui. Ui. Nee, können wir die wirklich aufmachen? Die können wir sogar aufmachen. Ja, mega. Das gefällt mir. So, jetzt ist aber das Problem. Wo ist hier die Toilette? Gibt es hier ein Plumpsklo? Ich glaube nicht, nee. Schade. Weil irgendwo muss er ja hinkacken. Oder halt Wasser lassen. So ein Plumpsklo hier draußen fehlt noch irgendwie. So, Unclaim House. Yes. Vielleicht finden wir hier noch ein anderes Haus. Oh, hier vorne. Aber ich glaube, das hier ist genau dasselbe wie das, wo wir gerade drin waren. Nur in Rot gefärbt. Ja, das scheint auch so. Oh, was ist das denn hier für eine Butze? Da gehen wir mal eben gucken. Zack. Und Unlock Doors. Oh Gott. Ja, hier wohnt der Single Xerox. Nix im Kühlschrank. Ah, wunderbar. Nichts im Ofen. Hauptsache die Donuts auf dem Tisch. So muss das sein. Du, wo geht man denn hier Kaki machen? Das wird nämlich nirgendwo angezeigt, wo ich hier Kaki machen kann. Ah, hier vorne haben wir die Polizei. Warte mal, da gehen wir mal eben gucken, ob wir da einen Job annehmen können. Hallo? Aha. Phone Call. Wo haben wir den Banditen? Oh nee, ist der schon wieder? Och nee. Ist der da hinten irgendwo? Nee, der müsste hier am Haus sein. Okay. Hände hoch. Na, wo bist du denn? Help. Und wie viel Geld bekommen wir? $100. Sehr schön. Wir finanzieren uns noch ein Auto, das sage ich euch. Aber ich finde es halt ein bisschen blöd, dass man direkt die Jobs so gesagt wieder verliert. Das heißt, man macht einen Job und die Pistole ist weg, weil man geholfen hat. Aber so im Groben und Ganzen ist es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Oh, hallo. Kriege ich da drin einen Job? Das ist das Jobcenter. Okay, hallo. Welcome. You can work everywhere now. You can now do jobs to make money. Start. Ah. Ja, gut. Super. Jetzt habe ich so gesagt den Job und könnte eigentlich als Polizist arbeiten, oder? Hallo? Ja, aber das konnte ich doch vorher auch, ohne im Jobcenter gewesen zu sein. Warte, wir nehmen doch mal eben an. Ach nee, sag mir jetzt nicht, die ist weit weg. Nee, das ist direkt hier nebenan. Okay. Naja, nebenan, das ist schon wieder auf der anderen Seite. Ach du Kacke. Wir brauchen unbedingt ein Auto. Warte mal, das Haus brauchen wir sowieso nicht. Das mache ich jetzt erstmal unclaim. Hoffentlich kriegen wir genug Geld dafür. So. Und $100. Na gut, ich glaube, das waren nicht ganz genau $100. Ich glaube, $150. Aber wir müssten jetzt den Job wieder annehmen. Ich fände es vielleicht gut, wenn das irgendwie, weiß ich nicht, irgendwo oben oder sowas oder hier auf der Seite oder irgendwo, dass man sieht zum Beispiel 0 von 5. Beispielsweise, du hast 5 Aufträge, die musst du alle abfahren, ablaufen, wie auch immer. Und dann kannst du halt dadurch das Geld verdienen. Oh, warte mal, wir haben hier einen Shop. Oh, hallo. Grüße, bist du öfters hier? Ich würde es doch hoffen. Freut mich, dich mal wiederzusehen. Müssen wir eben ganz was einkaufen. Oh nein, wir müssen dafür bezahlen. Unser gut verdientes, hartes Geld. Och nee. Was kaufen wir uns denn? Wir kaufen uns ein normales Wasser. Und wir trinken es. Und es hat sich aufgefüllt. Sehr schön. Jetzt brauchen wir noch was Gesundes. Desto teurer das wird, desto mehr füllt es auf, oder? Hier gucken wir eben. Und? Nö, irgendwie nicht. Ich weiß gerade nicht, ob das so war. Ich weiß es einfach nicht, aber es hat geholfen. Ich sehe da hinten eine schöne Attraktion. Da gehen wir mal eben hin. Aha. Dann gehen wir mal hier durch diesen Regenbogen-Neon abstrakte Kunst-Dings. Ihr wisst, was ich meine. Ich wollte eigentlich Tunnel sagen. Aber ein Tunnel ist es nicht wirklich. Oh, hier können wir mit dem Heißluftballon fliegen. Ist ja nice. Hallo. Ui, ist das schön. Aber ich gehe wieder runter. Ich muss nämlich ganz kurz noch Sachen erledigen. Guck mal, wir haben hier, haben wir diese Tassen. Oh. So.
Dann drücken wir mal auf Start. Hui. Hui. Kann das mal jemand anhalten, bitte? Hallo. Okay, es will nicht angehalten werden. Aber ich drücke jetzt mal eben nochmal drauf auf Stopp. Und dann haben wir hier noch ein Riesenrad. Na? Hallo? Hallo, ich will mitfahren. So, jetzt aber. Vielleicht die Tür hier vorne Kankerlight machen, dass man da einfach easy einsteigen kann. Ich glaube, so verkehrt wäre das nicht. Aber es funktioniert super. Sieht auch sehr smooth aus. Och nee, jetzt komme ich ja nicht raus, oder wie? Ah, doch. Und dann haben wir hier vorne noch so einen Süßigkeitenstand. Da kaufen wir uns das hier und ja, das reicht. Wir kaufen uns eine Zuckerstange. Sehr gut. Die hat uns aber ein bisschen Essen gegeben. So, ich habe mal ein bisschen Geld gekauft, damit wir ein bisschen schneller vorankommen. Denn ich denke, wir kaufen uns hier ein gutes Auto. Wir müssen uns nur überlegen, welches gute Auto. Also vom Design her würde ich schon das hier bevorzugen. Mhm. Das sieht doch nicht schlecht aus. Da gehen wir mal auf Spawn. Und dann steht hier der Knight Rider. Boah, ist ja mega. So, dann müssen wir hier hinten hin. Ich wollte euch mal eben... Ah, nein, wir hängen hier fest. Okay, es geht wieder. Wir wollten ganz kurz hier hin, oder besser gesagt, ich wollte ganz kurz hier hin. Und zwar ins Warenhaus und da springen wir mal eben raus. Und hier können wir doch safe auch nochmal einen Job annehmen, oder? Hallo? Oh, warte mal, was ist das hier? Aha. Jetzt haben wir eine Kiste, die müssen wir irgendwo hinbringen. Ah ne, die müssen wir hier direkt hinbringen. Okay. Dafür kriegen wir auch Geld, ist ja nice. Ich glaube, das ist ein easy Job. Das ist ein richtiger easy Job. Ja, also wer schnell Geld hier machen will, Warenhaus ist gar nicht mal so schlecht. So, wir waren beim Krankenhaus, wir waren bei der Polizei. Wir waren im Jobcenter, aber hier muss es doch irgendwo noch einen Job geben. Hier vorne das sieht doch mal interessant aus. Was können wir denn hier machen? Pizza und Burger. Wir fahren mal außen rum. So, dann parken wir mal unser Auto hier auf schwarzem Grund. Man sieht auch überhaupt nicht, wo das Auto endet oder wo es aufhört. Aber so sehen wir es. Sehr gut. So, hallo, habt ihr einen Job für mich? Aha. Jetzt haben wir das hier und wir müssen die Leute bedienen. Ist ja nice. Hallo, grüßt euch. Na, ich sehe, ihr habt schon was, aber ich kriege trotzdem noch mal was. Und wir kriegen dafür $50. Ist doch schon mal nicht schlecht. Hier hat noch jemand gefragt nach Essen. Ah, ihr seid's. Ah, okay. Und wir haben noch mal $50 bekommen. Ist auch kein schlechter Job. Aber bei den Autos ist es wirklich schwer. Du kannst nicht direkt rückwärts fahren. Finde ich ein bisschen schade. Was ist das hier? Ich kann es nicht mal aussprechen. Läuft. Was ist das Wort? Ah, Müllverbrennung, sowas. Ah. Wo können wir das denn machen? Hallo? Hallo, ah. Und dann müssen wir hier den Müll verbrennen. Wie viel kriegen wir dafür? $50. Na gut, ich glaube nicht ganz $50, ich glaube $45. Oder waren es 55? Nee. Und dafür kriegen wir 45. Ja, das sind $45, die wir hier bekommen. Bin ich, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, den Job. Ja, kriegen wir die ganze Zeit $45. Ist ja gar nicht mal so schlecht. Also, da haben wir auch hier die Müllverbrennung. Aber es muss hier doch noch einen Job geben, oder? Ach nee, jetzt hängen wir hier. So. Wir müssen noch mal ganz kurz zum Jobcenter. So. Hallo, Frau Jobcenter-Leiterin. Hallo? Ich will wissen... Hallo? Gut, dann sag uns dich, was es hier für Jobs gibt. Aber danke, dass Sie da waren. Ich glaube, hier hinten... Nein, jetzt hängen wir hier schon wieder mit dem Reifen an der Seite. Oh. Ach nee, jetzt hängen wir auf der anderen Seite. Gab es hier nicht einen Farmer-Job? Post. Hallo, Post.
Ja, guck mal, dann machen wir jetzt noch den einen Job hier. Den probieren wir mal eben aus. So, hier haben wir das Paket. Und an wen müssen wir das liefern? Oh, das ist ja ganz hinten. Okay. Alles klärchen. Wir bringen dir dein Paket. So, und da sind wir auch schon fast da. Jetzt noch hier nach links. Und da haben wir das doch. Ah, das sind diese Packstationen. Ah, nice. So, und dann geben wir das mal ab und wir achten mal oben auf das Geld. Oben rechts an der Ecke. Und wir kriegen dafür $200. Lohnt sich nicht wirklich. Also da kriegst du das Geld schneller hier in der Müllverbrennung. Ja, würde ich glaube ich eher nicht machen, diesen Job. Ja, aber so im Groben und Ganzen gefällt mir das Spiel. Also es ist mal was anderes. Ist halt sowas wie ein RP-Game, ne? Finde ich aber nice gemacht. Wirklich sehr, sehr nice. Gefällt mir. Hast du sehr schön gemacht und auch sehr schön aufgebaut. Das gefällt mir nämlich auch immer wieder. Das sage ich ja auch immer wieder. Dass selbstgemachte Spiele mir am besten gefallen. Und das hier ist was Selbstgemachtes. Und ja, ich kenne ja schon Simo so gesagt. Und ich weiß halt, dass hier alles immer selbst gemacht wird. Gut, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde dann sagen, bis zum nächsten. Euer The Rocks. Ciao, ciao.